In Paris liegen die Wiederaufbauarbeiten der Kathedrale von Notre-Dame seit Wochen auf Eis. Die Arbeiten mussten wegen Gesundheitsbedenken aufgrund der hohen Bleibelastung eingestellt werden. Heute sind es genau 4 Monate seit dem verheerenden Brand. Es war daher eine besonders emotionale Prozession am heutigen Feiertag. Aus Paris, Leonie Heitz. 233 Menschen an Bord einer Passagiermaschine sind in Moskau heute nur knapp einer Katastrophe entkommen. Das Flugzeug der Ural Airlines musste knapp nach dem Start notlanden. Ein Schwarm Vögel war in ein Triebwerk geraten. Die Proteste in Hongkong machen derzeit eine Pause, aber es herrscht angespannte Ruhe. Johanna vehement zurück. Man habe mit dem Video nichts zu tun und sie sagt wörtlich, wer etwas anderes behauptet, wird geklagt. Markus Watzak zeigt Ihnen jetzt gleich, wie es mit dem Wetter in den nächsten Tagen weitergeht. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bedanken uns für Ihr Interesse. Bis morgen. Auf Wiedersehen.